Am Anfang gilt die Bundesrepublik als Provisorium. So ist die Gründungsfeier am 23. Mai 1949 eher bescheiden. Und doch entsteht ein neuer Staat nach Unterzeichnung des Bonner Grundgesetzes. Es war wirklich ein Start und sehr ernst und sehr feierlich. War doch wirklich was Großes an dem Tag. Juli 1948. Noch bestimmen die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges über Deutschland. In das Hauptquartier der US-Militärregierung in Frankfurt am Main werden die Ministerpräsidenten der westlichen Besatzungszonen einbestellt. Ein westdeutscher Staat soll gegründet werden, denn über die Zukunft Ostdeutschlands entscheidet die Sowjetunion. Wenige Wochen später tritt im Bonner Museum König der sogenannte Parlamentarische Rat zusammen. 65 Männer und Frauen sollen eine Verfassung für den neuen Staat ausarbeiten. Darunter der Christdemokrat Konrad Adenauer und Carlo Schmidt von der SPD. Sie haben eine schwierige Aufgabe, einen Staat zu gründen, der vorläufig sein soll. Ich glaube, es wäre falsch zu denken, dass die Deutschen das damals für einen ganz bedeutenden Schritt gehalten haben. Sondern ich glaube, die Mehrheit der Deutschen, übrigens auch die Mitglieder des Parlamentarischen Rates selber, haben gedacht, das ist eine Übergangslösung. Denn weiter bleibt ein geeintes Deutschland das Ziel. Die Ratsmitglieder debattieren leidenschaftlich über das Verhältnis von Bund und Ländern, die Rolle der Parteien bis hin zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die haben in kleineren Ausschüssen gearbeitet und die haben manchmal bis 11, 12 Uhr getagt. Dann musste das alles geschrieben werden, alles abgezogen werden. Es wurde damals ja alles auf Matrizen geschrieben. Die mussten dann gegenseitig wieder gegengelesen werden, ob keine Fehler drin waren. Es zog sich dann. Aber wir waren ja damals jung, das hat uns nicht so sehr viel ausgemacht. Die Alliierten wachen sorgsam über die Entstehung des neuen Staates. Kann man den Deutschen nur wenige Jahre nach Krieg und Diktatur wieder vertrauen? Die Geheimdienste der Westmächte bespitzeln die deutschen Politiker, öffnen ihre Post und hören die Telefone ab. Die haben natürlich die Mitglieder des Parlamentarischen Rates abgehört, beobachtet und haben überall ihre Geheimdienstagenten operieren lassen. Das, nach ihrem Selbstverständnis durften sie das, denn sie waren ja souverän. Ein Parlamentsgebäude fehlt noch. So wird die Pädagogische Akademie in Bonn zum ersten Sitz des künftigen Bundestages. Ein strahlender Sonnentag. Und bei der Unterzeichnung habe ich auch gedacht, also es ist eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt zustande gekommen ist. Mit der Unterzeichnung des Bonner Grundgesetzes verbindet sich auch die Hoffnung auf eine stabile Demokratie, nachdem die erste Deutsche Republik gescheitert war. Die neue Verfassung knüpft an die freiheitlichen Traditionen der Deutschen an, an die Debatten des Frankfurter Paulskirchenparlaments und die demokratischen Kundgebungen in der Revolutionszeit des 19. Jahrhunderts. In dieser Tradition stehen auch die Farben Schwarz, Rot, Gold.